Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge vom Laberschaden, dem Podcast der Umbrella Motocorp. Wir sind immer noch Alex und Jonas. Richtig. Heute zur letzten Folge im Jahr 2021. Ja, zumindest zur letzten Folge, die wir jetzt aufnehmen im Jahr 2021. Das ist richtig. Die letzten zwei Folgen, das wollten wir eigentlich zum Ende euch nochmal drauf dran erinnern. Wir tun, werden es auch tun, aber die letzten zwei Folgen werden ja mein Special mit Christian sein. Und wir sitzen heute das letzte Mal in diesem Jahr zusammen. Ja, wir sitzen wahrscheinlich noch häufiger zusammen, aber... Das letzte Mal in diesem Rahmen. In diesem Rahmen, genau. Und wollen jetzt nochmal kurz die Woche, also diese Woche quasi einmal anreißen und dann auch eigentlich in unser Jahresendspecial gehen und einfach mal so durchgehen, was dieses Jahr so passiert ist. Was Gutes passiert ist und vielleicht auch was so Gutes passiert ist. Das ist ja hier der Podcast der Ehrlichkeit. Der Podcast der Ehrlichkeit und, auch. Dementsprechend werden wir auch das eine oder andere ansprechen, was vielleicht nicht so geil war. Ich seh schon so einen Jingle kommen. Wir wurden übrigens sehr oft mittlerweile darauf hingewiesen, dass wir endlich einen Jingle brauchen. Ihr könnt uns gerne Jingle-Vorschläge rüberschicken. Ich habe neulich bei Zum Scheitern verurteilt. Kenne ich nicht, okay. Das ist der Podcast von Lara Larsson und ich habe seinen Namen vergessen. Okay, einem Kumpel von ihr. Und war das da? Ich glaube, ja. Und da habe ich gehört, dass man keinen Jingle mehr braucht. Das ist vorbei. Ich finde, also ich bin ja auch Team ohne Jingle. Ich finde, unsere melodische Stimme ist Jingle genug. Ja, genau. Also wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen Jingle, dann schreibt uns mal. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als würden wir einen brauchen. Ja, wir sind in Folge 8, wenn wir jetzt noch einen Jingle rauskommen. Wir sind in Folge 7. Meine ich ja. Zahlen waren noch nicht so meine Stärke. Ja. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Jingle brauchen. Nein, ich glaube auch nicht. Wir machen sind, das jetzt erstmal wir sind so. Cool genug. Vielleicht machen wir es ab Folge 100. Genau. Das ist aber... Übernächste Woche. Er rechnet dann im Jahr 2000, ganz, ganz zum Schluss von 2024. Ja. 23. 23. Ja. Also okay, genug Zukunftsmusik. Kurzen Abriss der Woche. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Woche schon gesagt, dass die Supra fährt. Sie fährt immer noch. Sie fährt auch immer noch. Mittlerweile bremst sie sogar. Besser als vorher. Besser als vorher. Vorher hat sie, also genau, das hat sie vorher gar nicht gebremst. Sie bremst auf jeden Fall. Nur mit Manneskraft. Ja, wir haben noch immer noch ein, zwei Probleme mit der Spritversorgung. Die funktioniert zwar jetzt irgendwie witzigerweise immer eine Zeit lang und dann halt nicht mehr. Einmal kurz nicht mehr, ne? Mhm. Und dann muss ich einmal Zündung außen wieder anmachen. Ja, wenn ihr das ganze Drama davon sehen wollt, guckt mal gerne auf YouTube. Das Video habe ich gestern hochgeladen. Da seht ihr das Bremsproblem, wie wir es gelöst haben und auch so ein paar Fahraufnahmen. Und hast du das Video überhaupt gesehen? Ich gucke keine Videos von uns. Oh, ziemlich witzig, da fahre ich mit Felix, also mit unserem Azubi, fahren wir hier durch Lübeck. Und an der Seite, man sieht nur so schemenhaft so einen kleinen Jungen, der sich riesig freut, aber man hört ihn. Echt jetzt? Ja, er feiert das total. Krass, ja. So. Ist eine super? Ja, nicht so, aber er freut sich auf jeden Fall ziemlich. Das wäre noch besser gewesen. Ja. Ja, schön. Dann haben wir nach einer kleinen Odyssee mittlerweile den GF8-Motor drin. Ja, also, ich möchte jetzt, ich nerv euch wahrscheinlich schon alle mit diesem GF8. Wenn ihr es sehen möchtet, wie ich den Motor zusammenbaue, auch da kann ich nochmal YouTube ans Herz legen. Ansonsten, der GF8 ist zusammen, er läuft. Da werden wir jetzt am Dienstag vermutlich oder Montag nochmal, wir haben jetzt noch den anderen Auspuff, hat jetzt einen GC8 STI-Auspuff dran, also quasi ein Serienauspuff. Da werden wir am Dienstag nochmal überall einmal drüber gucken oder am Montag ein bisschen Probe fahren. Dann geht er zum TÜV und dann kann der endlich an seinen Besitzer. Es ist immer noch ein schönes Auto, aber ich bin so froh, wenn der hier verschwunden ist. Weil das hat jetzt zu viele Nerven gekostet. Es ist eine Odyssee gewesen. Ja. Ja. Dann hat unser allseits lieblingsbekannter YouTube-Kumpel Max seinen S2000 wiedergebracht. Ja, Max hat seinen S2000 vorbeigebracht. Sieht krass aus in Weiß, ne? Also ich habe dieses Auto ja nie so richtig auf dem Schirm gehabt, weil das einfach nicht mein Typ Auto ist. Und Honda und ich, naja, wissen wir bereits. Aber so in Weiß... Ja, jetzt noch in Breit sehe ich. Das wird das auf jeden Fall. Sehe ich richtig. Ja, das wird auf jeden Fall krass. Also, der sieht jetzt schon echt doll aus. Und der wird nächstes Jahr, in der nächsten Saison, wird der schon richtig, richtig reinhauen. Ja. Ich freue mich drauf. Da werden wir jetzt demnächst das Bodykit anbauen. Und
ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr ihm folgt und das Video gesehen habt, ist das schon online? Ja, ist das schon online. Haben wir hier noch so ein bisschen Felgen geguckt und wir müssen auch die Felgenfrage noch endgültig klären. Aber in jedem Fall wird das, ja, ich würde sagen, eins der krassesten JDM-Autos, so, die so in Deutschland rumfahren. Ja, da so gehe ich auch ganz stark von aus, dass das sehr, sehr krass wird. Ja, im gleichen Zug hat er uns noch den Accord vorbeigebracht von seinem Mitbewohner. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Wir sagen da jetzt auch nicht zu viel zu. Guckt am Dienstag bei uns mal auf den YouTube-Kanal. Da werdet ihr sehen. Kurzfassung, es lief deutlich anders als geplant. Es lief ganz anders als geplant. Ja, nee. Ansonsten haben wir heute so, also wir sind mal wieder Samstag, es ist mal wieder 18.40 Uhr. Nur für die, die es interessiert. Ja. Ich weiß, dass es da Fans gibt, ja, die das mögen. Ja, also ihr seid mit ganz kurzem Zeitversatz quasi dabei. Heute war so ein bisschen, ihr habt ein bisschen am Aristo von René rumgebaut. Genau, ja, wir haben jetzt, dieser Klingelkram, den wir da machen, der hält auch extrem auf, ne? Ja. Also so Kabel ziehen und Martin hat nebenbei die Ventildeckeldichtung. Ich habe irgendwie Martin mittlerweile hierher versklavt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Der hat auch samstags nie was zu tun, ne? Nein, was denn auch? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ne? Ja. Ich habe einen guten Kumpel von mir hier mit her versklavt, den ich jetzt hier immer mitschleppe und der selber gelernter Kfzler ist und er greift uns samstags unter die Arme. Manchmal. Ja. Auf jeden Fall dieser Klingelkram, den wir da aktuell machen, der frisst halt Unmengen an Zeit. Das ist halt, wenn ihr ein Auto auf ein markenfremdes Getriebe umbaut, dann dauert's halt. Das dauert halt und ist viel. Es ist auch viel Hirnschmalz. Ja, so jetzt heute, wir sind gerade, ich glaube, 2,5 Stunden dabei gewesen, den Rückfahrscheinwerfer so seriennah wie möglich zu verkabeln. Ja. Sind jetzt aber auf das Ergebnis gekommen, dass das nichts wird und wir das uns unsere eigene Schaltung bauen. Also wir haben es wenigstens versucht, es so seriennah wie möglich. Wir wollten es eigentlich über Steuergerät vom Motor mitlaufen lassen. Geht leider nicht. Ja. Also ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Man macht das jetzt fertig. Aber dieser Klingelkram erhält halt auf. Ja. Ja. Das war im Prinzip auch das so aus dieser Woche. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr passiert, aber das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt zwingend sprechen müssen. Ich würde mal sagen, pack du mal dein Telefon weg, weil wenn ich dir jetzt einfach die Autos um die Ohren werfe, dann ist deine Reaktion ein bisschen realer. Oh, ja. Du meinst, ob ich mich ärgere oder freue? Ja. Krasse Scheiße. Also, unser Ablaufplan jetzt für die nächsten, keine Ahnung, mal gucken, wie lange es dauert. Ich gehe jetzt unser Instagram-Profil durch und gucke einfach mal, was wir dieses Jahr so gemacht haben, weil, also irgendwie ging dieses Jahr gefühlt ja wieder... Also ungelogen, ich habe im Mai überlegt, was ich im Sommer machen möchte und ich habe das Gefühl, das war gestern. Ja. Und wir sind jetzt im Dezember. Also in 14 Tagen ist das Jahr zu Ende. Ja, also es gibt einige Sachen in diesem Jahr, die gefühlt Ewigkeiten her sind, die auch schon vor 3 Jahren hätten sein können. Und es gibt Sachen, die haben wir gefühlt gestern abgeschlossen, es war aber im Februar. Überleg, ich call-oute jetzt einfach mal irgendwas. Überleg mal, unser erster Acti. Der kommt ja gleich, der wird gleich Thema. Das ist ein Jahr her. Das hätte aber gefühlt... Hätte das vor 4 Wochen sein können. Nee, bei mir genau andersrum. Bei mir hätte das auch vor 3 Jahren sein können, weil das war zwar der erste Acti, aber wir haben 4 Keycars dieses Jahr gemacht. Oh. Ja. Was ja nicht mal viel ist, aber... Ja. Aber guck mal, wir hatten den weißen, den anderen weißen, den blauen und den Samba. Ja. Gut, wir fangen einfach mal an. Der erste, der mir über den Weg läuft, war der weiße R33 GTSC. Wir fangen direkt mit Katastrophe an. Aber der war nicht Katastrophe. Er war nicht so sehr Katastrophe. Er war eine Katastrophe, als ich ankam. Ja, ja. Aber es war auch ein langer Weg, bis er vernünftig lief. Ja, das stimmt. Also schätzungsweise war Mitte des Jahres fertig. Ja. Es ist halt immer, wenn bei uns Projekte so lange dauern, dann hat das nicht nur den Grund, dass wir es irgendwie zeitlich nicht schaffen, sondern dann wartest du auf Teile und dann sagt der Kunde, ja, pass auf, jetzt kann die nächsten 3 Monate kann ich sowieso nicht, dann schiebst du das Ding wieder in irgendeine Ecke und machst irgendwas anderes. Wir haben einfach, um so ein paar für die Zahlenfreunde unter uns, dieses Jahr waren es nicht so viele Autos. Weißt du, wie viele es waren? Ja. Nenn mal eine Zahl. Knapp über 40. Ist gut.
Ja, also wir haben das, im letzten Jahr hatten wir mehr, da hatten wir über 50. Ja. Aber im letzten Jahr waren von diesen 50 Autos halt auch 49 Legacies. Nee, aber bestimmt 40, 42, 43 Legacies, wo wir letztendlich ja immer nur kleinere Umbauten machen. Ja, wir haben halt dieses Jahr sehr viel große Umbauten gemacht, wenn ich so drüber nachdenke. Und auch viele verschiedene Autos. Ja. Wir hatten dieses Jahr gefühlt ja alles da. Ja. Also wir hatten alles, was in der JDM-Szene Namen hat. Also bis auf ein NSX. Ja, wenn wir so ein NSX haben. Und ein X7 hatten wir auch. Doch, hatten wir auch. Kein FD, ein FC. War das dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Da würde ich jetzt sagen, das war locker. Aber ich habe auch letztens überlegt und gedacht, dass wir dieses Jahr hier in die Halle eingezogen sind. Nein, das ist auch schon. Das ist schon anderthalb Jahre her. Das ist schon fast zwei Jahre. Im Februar haben wir den Schlüssel gekriegt. Ende Februar. Ja. Ja. Also, erstes Auto, R33 GTS-T in Weiß. Den haben wir bekommen als absolute Vollkatastrophe. Aber also, vom Allerfeinsten. Er lief auf 3,5 Zylindern, so klang es zumindest. Ja, es ganz war schlecht. Irgendwie. Wollen wir, ich mache mir jetzt richtig Arbeit, ne? Aber ich habe morgen eh nichts zu tun, weil meine Frau muss arbeiten. Wir machen das jetzt so: Wir packen in die Beschreibung dieses Podcasts einen Link mit rein zu unserer Seite, wo ich euch die Bilder in der Reihenfolge, wie wir sie jetzt hier besprechen, einfach mal auch die Bilder der Autos. Ich brauche einen größeren Zettel. Dann könnt ihr quasi live, während ihr den Podcast hört, auf unsere Seite gehen und diese Bilder mit durchscrollen. Also ihr könnt, ihr müsst es nicht. Nee, aber also wenn ihr gerade im Auto sitzt, lasst es. Aber falls ihr eh gerade auf der Couch sitzt, könnt ihr das machen. Also das Auto haben wir bekommen, war in einem absoluten Katastrophenzustand. Ja. Dann haben wir als erstes das ganze Auto einmal auseinandergerissen. Dann haben wir den Wagen lackieren lassen. Dann hat er einen mit Bodykit. Also ich sag's dir, wie es ist. Wir brauchen ja keinen Namen nennen, aber das war ungefähr eine der schlechtesten Lackierungen, die wir je bekommen haben. Ja, wir haben das Beste rausgeholt. Wir haben das Beste aus dem, was uns gegeben war, rausgeholt. Aber das, was wir gekriegt haben. Danach haben wir auch den Lackierer gewechselt. Ja, genau. Wir haben ihn dann ja auch letzten Endes nicht als frisch lackiert angepriesen, weil es war jetzt grottig schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, als würdest du sagen, ich habe die Karre frisch lackiert, hier guckst du an, hier hast du 5000 Euro mehr. Nein, es waren hier und da so die Probleme bei und das ist halt auch so eine dieser Sachen, die ich an diesem Format geil finde. Es ist halt einfach so, es war nicht perfekt, wir haben es ganz gut hingekriegt zum Schluss. Der Kunde ist ja auch mega zufrieden damit. Ja. Aber da sieht man halt auch einfach, das Unternehmen gibt es noch keine 3 Jahre. Ne? Wir haben müssen uns auch unsere Partner und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die müssen wir halt auch erst rausfinden. Obwohl wir mit unserem jetzigen Lackierer sehr zufrieden sein können. Ja, absolut. Also der trifft. Das funktioniert wirklich gut. Ja. So, also wir haben den Wagen gekauft, es war eine Totalkatastrophe, optisch wie technisch. Dann haben wir den Motor rausgerissen. Haben den Wagen zum Lackieren gebracht und in der Zwischenzeit haben wir den Motor wieder fertig gemacht und optisch auch fertig gemacht. Also es war auf jeden Fall einer der schönsten Motoren. Ja. Da haben wir viel Pulver beschichtet und lackiert und so weiter. Das sah wirklich gut aus. Dann hatten wir bei diesem Motor das Problem, wir hatten ein Steuergerät, einen passenden Upgrade-Turbo und so weiter, aber hatten einfach das Problem, dass im Nachhinein, wie wir herausgefunden haben, dass das Signal vom CAS, also vom Crank Angle Sensor, dass da ein Signal nicht angekommen ist am Steuergerät. Dementsprechend lief das Auto halt auch, geht so? Geht so gut. Ja, also er fuhr, aber er fuhr echt schlecht. Und er hat keinen Druck gemacht und nichts. Ja, was wir am Ende rausgefunden haben, indem wir einen Link aus dem Regal gezogen haben, die wir glücklicherweise noch hatten, die angeschlossen haben und dann festgestellt haben, im Trigger Scope, das ist in der Link so eine Funktion, da könnt ihr sehen, was eure Sensoren machen. Ist eine Art Oszilloskop eigentlich. Ja, und da haben wir dann gesehen, dass einfach der nicht gearbeitet hat, wie er sollte. Da haben wir eine neue Strippe gezogen und auf einmal lief das Ding Bombe. Ja, auch nur so semi, weil wir dann ja noch die Probleme mit dem Kraftstoff hinten hatten. Mit der Leitung, ja, die du wieder ausgeblendet hast. Stimmt, die habe ich völlig ausgeblendet. Da war, und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Sowas. Wir haben locker 14 Tage gesucht. Ja, und so, da kommst du ja auch nicht drauf. Das Ergebnis war dann, dass im Prinzip die Leitung zwischen Kraftstofffilter, zwischen Kraftstoffpumpe und dem Anschlussstück, also der Hardline quasi vom Tankausgang, von dem Deckel, die war einfach, wie das Ding überhaupt gefahren ist eine Schleier. Weil eigentlich war sie nicht mehr existent. Haben wir davon ein Foto? Ich weiß es nicht, wir können ja mal gucken. Wir müssen noch mal gucken. Die war quasi nicht mehr existent.
Also irgendwie ist da anscheinend noch Sprit durchgekommen, weil sonst wäre das Auto ja nicht gefahren. Ja. Aber ja. Und als vielleicht wir das, hat die Pumpe genug Druck gemacht, um das gerade so hochzuschießen. Ja. Aber ja, das war richtig spannend. Ja. Aber danach lief er dann gut. Ja. So. War auch letzten Endes ein sehr schickes Auto, wie ich finde. Ja. Mit diesem GFK-Overfendern und so. Also war schon in Ordnung. Ja. Ja. Aber auch das hat halt locker, also allein an Arbeitszeit, ich glaube, 4 Wochen genommen. Ja. Also das war reine Arbeitszeit. Ja, das war einfach ein großes, das war schon eine größere Nummer. Wobei das nächste Auto, also nicht was jetzt kommt, aber was auch aus diesem Kauf war, aus diesem Ankauf meinerseits, eine noch krassere Nummer war. Der GC8. Der schwarze. Oh. Ja. Ich muss, also ich sag's dir, wie es ist, wir kaufen das einfach zu viele Autos. Ja, sag mal so, es ist ja ganz einfach, wenn du nicht nur Legacies machen willst, sondern halt auch mal ein Skyline und eine S14 und irgendwas anderes. Dann musst du sie in Deutschland kaufen. Dann musst du sie aktuell in Deutschland kaufen und dann musst du das kaufen, was andere Leute nicht mehr fertig machen. Zumindest wenn du einigermaßen wirtschaftlich arbeiten möchtest, dem Auto auch so ein bisschen deinen eigenen Stempel aufdrücken willst und es am Ende auch noch so verkaufen möchtest, dass du auch irgendwie, dass dieses Unternehmen auch überlebt. Ja. Das ist einfach Fakt. Wir können nicht einfach, klar kann man, das machen auch viele, die kaufen einfach geile Autos, die perfekt sind und verkaufen sie weiter. Ja. Das kann man ja auch machen. Aber wir haben ja auch Bock drauf, die Nummer umzubauen. Ja. Und unseren eigenen Umbrella-Touch. Mal abgesehen davon, dass ich es auch nicht, das klingt doof, aber mir tun die Autos teilweise auch leid. Ja. Wenn die so völlig vor sich her gammeln, irgendwo in der Ecke stehen. Ja, also ihr bewerbt euch mit euren großen Schrottbuden bei Alex, kauft eure Müllhalde. Ja, wie mit Hundefotos. Die tun dir auch alle leid. Ja. Ja. Auto 2. Auto 2. Also, ja, Auto 2 ist der Acti, aber Auto 1,5, quasi was zwischen Auto 1 und Auto 2 war, schreibe ich mal als 2 auf, war unser Monster Service Breitbau. Da haben wir ein Legacy H, also ein BL, ein Limo, als H6, deutsches Auto, Linkslenker und so weiter, auf Whitebody-Kit umgebaut und auf das gleiche Kit, was ich an meinem Legacy auch fahre. Viel geiler ist eigentlich der Fahrer dazu. Ja, Marty ist echt eine coole Sau. Also, wenn man so denkt, so Breitbau H6, Subaru mit kerniger Abgasanlage. Mit richtig, da haben wir eine Abgasanlage gebaut. Die sollte halt nicht so richtig dezent sein. Nee, er wollte voll auf die Fresse sozusagen. Das Ding ist, Marty, guckt euch das. Ohne jetzt angreifen zu wollen, aber ich weiß es nicht genau, wenn man Matti einschätzen sollte, würde ich sagen Mitte 50. Ja, Matti würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist locker Mitte 50. Also oder Anfang Matti, 50. Matti, wenn du das hörst, du siehst aus wie 25. Sowieso. Aber kann auch Anfang 50 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine 25 mehr. Und nee. Wenn ihr dann das Auto dazu seht, super gut. Ja, richtig gut. Ja, es ist halt am Ende ein Whitebody. Guckt ihn euch an. Auch dazu gibt es ein Bild. So, Auto 2 war eins der... Auto 3, ja. War quasi eins der meiner Lieblinge, der Publikumslieblinge. Jeder Marken Honda Acti. Ach so, der Acti, ja. Das war unser erster Acti, den wir importiert haben. Ja. Ja. So. Also für die Leute, die sich unter einem Honda Acti nichts vorstellen können, nehmt einen ganz kleinen Pickup und steckt den nochmal in die Waschmaschine und wascht ihn zu heiß. Dann kommt dann Acti raus. Die Dinger sind so 1,40 breit und haben so einen 550 Kubikmotor. Also Alex mit seinen 1, keine Ahnung, 90. Ja, also ich bin deutlich länger, als das Auto breit ist. Und ich kann auch wunderbar, wenn ich drin sitze, aus dem Beifahrerfenster rausfassen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Du kannst dann da drin sitzen, aber auch dich nicht sonderlich viel bewegen. Nö. Also schalten und kuppeln ist schon... Ja, da ist ab und zu mal ein Bein oder ein Knie im Weg oder sowas. Das passiert. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall cooles Auto war der, wie gesagt, der erste. Insgesamt waren es dieses Jahr halt 4 Stück. 3 Actis und ein Subaru Samba. Ja. Und es kommt ja jetzt noch einer. Und es kommt jetzt, also jetzt ist gut, aber es kommt irgendwann im Frühjahr oder Ende des Winters, kommt wieder ein weißer Acti HA1, ist ein aus der ersten Generation.
den wir aber erstmal behalten wollen. Den wir behalten wollen. Das möchte ich hier nochmal in den Raum schmeißen. Wir möchten dieses Auto behalten. Also das sage ich jetzt zu Alex. Ja, möchten wir auch. Weil Alex ganz gerne Autos, die wir eigentlich behalten wollen, einfach verkauft an euch. Ja. Wenn ihr eine Vorstellung vom Eck, die noch braucht, neben den Bildern, das war auch eigentlich eins meiner ersten Videos auf YouTube, wo wir so ein Auto ausprobiert haben. Könnt ihr mal gucken. Da gibt es auch so ein bisschen Acti Drift Action und sowas. Nächster Punkt auf unserer Tagesordnung. Oh ja. Vermutlich das Highlight dieses Jahr. Dein Highlight dieses Jahr. Mein Highlight. Und wenn man mal Alle Leute, die diese Aussage gehört haben, wissen, dass es nur ein Honda sein kann. Ja. Es ist das Firmen-Highlight dieses Jahr, zumindest was so die Youngtimer und Oldtimer angeht. Ja, ist okay. Wir haben Anfang Januar, beziehungsweise ja Anfang Januar haben wir ihn gekauft, oder Mitte Januar, haben wir einen roten CX gekauft, einen ED9. Im Zustand sehr, sehr gut. Im Zustand unglaublich. Hat Schrotti, lange Nacht gehabt. Hat Schrotti den nicht irgendwo am anderen Ende der Welt abgeholt? David und Coco haben den abgeholt. Ach stimmt, irgendwo in Frankfurt. Genau. Ne? Ja. Erstzulassung 12.1990. Mhm. 41.000 Kilometer gelaufen. Aus erster Hand. In einem so guten Zustand, dass wir damit so zum TÜV gefahren sind. Haben so HU, AU und das H-Kennzeichen gekriegt. Dann war nochmal im Aufbereiter. Und dann war auch schon wieder weg. Ja. Also, das war vom Zustand her, glaube ich, das beste alte Auto, was ich je gesehen habe. Ja, bis jetzt. Der war wirklich richtig gut. Jetzt kommen wir zur nächsten, zur richtigen Baustelle. Oh. Der schon angeteaserte GC8. Den habe ich zusammen mit dem Skyline gekauft. Das war ein deutscher, oder ist ein deutscher GC8, also ein Linkslenker, ein GT. In Schwarz, was schon relativ selten ist, was aber auch sehr cool ist, muss ich sagen. Also ein schwarzer GC8. Ey, das Auto ist mega geil, ja. Also fühle ich von voll und ganz. Den Wagen haben wir dann hier auseinandergenommen. Da gab es dann auch, also der stand hier eine Zeit lang und dann kam ein Kunde. Also wir sind jetzt in der Zeit. Nur um es zu sagen. Am 19. Januar. Am 19. Januar. Ja, wir müssen ein bisschen reinhauen. Grüße an Martin, der das Auto gekauft hat. Das Auto stand hier eine Zeit lang und dann kam irgendwann Martin rein und hat gesagt, also er kommt aus Würzburg und kam hier rein, weil er hier irgendwie auf Montage war oder so und hat gesagt, sag mal, ich möchte ein Hawkeye haben. Ich sage, ein Hawkeye habe ich nicht, aber ich kann den GC8 bauen. Da habe ich noch so einen Bausatz für. Und dann sagt er, ja, zeig mal. Und dann hat er sich das angeguckt und hat ein bisschen überlegt. Und dann haben wir, glaube ich, einen der aufwendigsten Umbauten dieses Jahr gemacht. Also auf jeden Fall einen der vernünftigsten, in meiner Meinung nach. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, Basis war, wie gesagt, dieser schwarze GC8 mit einer beigefarbenen Lederstoff Alcantara-mäßig, keine Ahnung, Ausstattung. Zum Wegschießen. Ja. Mit Holzlenkrad und so weiter. Richtig, mit Rost an beiden Radläufen und an beiden hinteren Domen. Ja. Das hat Maurice dann geschweißt, Bleche gefertigt, handgeklöppelt hier, Einschweißbleche für den Dom und so weiter. Den haben wir dann wieder in Stand gesetzt. Dann hat er einmal komplett neuen schwarzen Lack gekriegt. Also den haben wir auch komplett lackieren lassen. Und dann haben wir den wieder zusammengebaut. Inklusive Recaro Pole Positions und Nadi Lenkrad und Überrollbügel und Takata Gurte. Der Motor, der hatte schon ein Tuning drauf. Ja. Auf 300 PS und der lief auch echt gut. Also das ist echt, der lief wirklich echt richtig ein zorniges gut. Auto. Darunter war ja auch alles gepulvert. Das haben wir ja auch gemacht. Ja. Ja, genau. Wir haben die ganzen Achsen auseinandergenommen, alles gepulvert, den Motor raus, alles neu gedichtet. Komplette Bremsanlage vom, oder beziehungsweise Bremsanlage vom New Age WRX, also die 4-Kolben Festsattelbremse vorne. Mhm. Alle Lager in PU getauscht. Und und Martin wollte das schon richtig rennwagenmäßig haben und dementsprechend haben wir halt auch die Türpappen abgebaut und da. Und Schlaufen ran und so. Ja, also Kunststofftürpappen drauf, Schlaufen dran. Um es ein bisschen abzukürzen, am 1.9.21
habe ich ein Bild gekriegt von dir, wie das Auto fertig ist. Ja. 1.9., ich habe es mir gerade extra aufgeschrieben. Gut, man muss aber dazu sagen, verkauft hatten wir ihn auch noch nicht am 19. Januar. Nein. Wir haben irgendwann mit dem Umbau angefangen, ich glaube im März oder so. Ja. Und dann, aber halt auch so Step by Step, und dann haben wir ja auf den Käfig gewartet und so weiter. Wir haben viel Zeit dieses Jahr mit Warten verbracht. Wir haben unheimlich viele Wartezeit gehabt für Teile, für irgendwelche anderen Partner, Dienstleistungen, was auch immer. Vieles hat viel Zeit gemacht. Deshalb machen wir sowas wie Pulverbeschichten und so einfach im Haus, um da schneller reagieren zu können. Weil wir einfach keine Zeit haben, so blöd das klingt. Ja, es ist ja, wie es ist. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir auch auf der Agenda für 2022 haben. Es muss schneller gehen. Klar wollen wir auch unser Level weiter hochschrauben. Wir wollen auch die Qualität beibehalten. Nee, die Qualität soll auch noch weiter nach oben. Ja, aber wir wollen nicht weiter runter. Nee, absolut nicht. So, und Qualität hoch und Zeit runter ist so eine Kombination. Ja, müssen wir sehen, ob das klappt. Aber dafür haben wir unseren neuen Mitarbeiter nächstes Jahr. Also haben wir einfach eine Person mehr. Und ja, also was aus dem GC8 geworden ist, aus dem Rentner GC8, haben wir wirklich echt ein schönes Auto gebaut. Einen schönen Rennwagen gebaut. Ja. Kommen wir zum nächsten. Honda Integra DC2. Das war der erste Integra dieses Jahr. Da ist zum Beispiel so eine Geschichte, die nicht so geil gelaufen ist, wenn man ehrlich ist. Wobei, es war auch nicht ganz schlecht. Also wir haben das Auto gekauft. Wann war das? Welches Datum stand da dran? 26.01. Also am 26.01. kam das Auto bei uns an. Und da gibt es im Prinzip zum Zustand so viel zu sagen, dass der grundsätzlich von außen waren da einige Sachen zu machen. Da mussten, beziehungsweise da waren schon einige Sachen gemacht. Die hat neue Seitenteile bekommen, also nicht von uns, die wurden früher schon eingeschweißt hinten. Das ist so ein ziemlich bekanntes Honda-Problem. Dann Innenraum war in Ordnung. Der musste nochmal aufbereitet werden. Obwohl, nee, der war in Ordnung. Da waren die Sitze auch so richtig tot, erinnerst du dich? Das waren die schwarzen Sitze, die gar nicht schwarz waren, sondern rot. Ja. Genau, da haben wir die Sitze zum Kumpel von mir gebracht. Der hat die waren wirklich schwarz, also zumindest an den Seiten. Und der hat die so perfekt wieder hinbekommen. Ja. Ja. Naja, und irgendwie lenkt mich das ganz schön ab, wenn du die ganze Zeit an deinem Handy rumfummelst. Ich guck doch nur, ich guck mir das Auto an, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Ja, aber das macht mich ganz irre. Okay. So, reicht doch, wenn einer guckt. Reicht, wenn einer guckt. So, ja. Also. dann haben wir das Auto zum Lackierer gebracht. Da wurden dann hinten die Seitenteile lackiert und die Front inklusive Haube, weil das Auto nämlich, und das ist jetzt der Fact, der nachher zu dem ist, gar nicht so geil kommt, das Auto hatte mal einen Unfall. Das hat man von außen allerdings nicht mehr gesehen, nur von innen, wenn man quasi im Motorraum Richtung Spritzbank geguckt hat, vorne rechts, da hat man es gesehen. Naja, wir haben das Auto dann halt fertig gemacht. Wie gesagt, technisch war der ziemlich gut, da waren alle Lenker neu, Bremse war neu und was weiß ich was. Da war eigentlich alles dran technisch neu. Der lief auch sauber, da haben wir noch einen großen Service gemacht mit Zahnriemen und so weiter. Ja. Und die original Integra 15 Zoll Alus, die haben wir dann noch gepulvert und frische Reifen drauf und so. Das war am Ende wirklich ein richtig schönes Auto. Sah gut aus, fuhr auch richtig gut, obwohl er schon knapp 200 gelaufen hatte. Dann haben wir ihn verkauft, auch ganz unten nach Süddeutschland. Und dann... Dann ist so eine Story passiert, sowas hatten wir schon öfter. Und das ist auch eigentlich immer nicht so richtig geil. Aber wir können es hier trotzdem erzählen, das ist eigentlich ganz cool. Jedenfalls hat mich der Käufer, so ich glaube, das waren so 2-3 Monate, nachdem er das Auto gekauft hatte, hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, hier Alex, wie sieht das aus, willst du das Auto zurückkaufen? Irgendwie ist das nicht so meins und ich brauche auch eigentlich was anderes für den Alltag und so weiter. Hab ich gesagt, naja, also unser Geschäft ist es, Autos zu verkaufen. Und nicht dann wieder zurückzukaufen. So. Ja, schade. Ich sage, ja, aber es ist ja ein cooles Auto. Ich meine, verkaufst doch, wenn du es nicht mehr haben möchtest, und kauf dir was Neues. Er hatte auch zwischendurch einmal, das müssen wir auf unsere Kappe nehmen, einmal irgendeinen kleinen Schaden. Also da war irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas hat geleckt oder so. Ich glaube, Zündkerzen, hier Ventildeckedichtung musste nochmal neu oder so. Das habe ich ihm auch ersetzt, das war auch gar nicht mehr Thema. Und dann sagte er halt, wie gesagt, ja, er möchte das Auto nicht mehr. Wir dann so verblieben, dass er das Auto dann wahrscheinlich irgendwo anbietet.
Und dann habe ich ein paar Wochen später nochmal eine Nachricht bei WhatsApp gekriegt, dass er jetzt darauf besteht, das Auto zurückzugeben, weil das Auto ja einen Unfall hatte. Da habe ich mir gesagt, ja, dann guck mal deinen Kaufvertrag und erinnere dich mal, er hat nämlich damals das Auto, weil er von weit weg kam, weißt du, noch per Video besichtigt. Ja. Da bin ich mit ihm ums Auto rumgelaufen, habe ihm die Schäden gezeigt, habe ihm gezeigt, was wir gemacht haben. Im Kaufvertrag stand es auch drin, ich habe es ihm auch hier nochmal gezeigt. Und also er wusste, dass er einen Unfallschaden mal hatte. Und seine Argumentation war, ja, dann war der Unfallschaden, der war ja aber viel größer. Darauf sagte ich dann zu ihm, weil wir hatten es nicht festgelegt, weil ich es auch nicht, also ich wusste den Schaden nicht, ich wusste nur, dass es vorne einen gab. Und wir haben es ja anhand dessen, was wir gesehen haben, ermittelt. So, ja, also uns, was heißt, uns selber dargelegt. So haben wir es ihm auch gezeigt. Ja. So, und das Ergebnis war, dass er dann, ja, ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht so sagen, aber es kam mir doch sehr so vor, als würde er über diesen Weg jetzt versuchen, uns das Auto wiederzugeben, weil er es einfach nicht mehr haben wollte. Und ja, das sollte dann auch mit dem Anwalt losgehen und so weiter. Weil ich es halt, also der erste Kontakt, der war völlig in Ordnung, hat mich gefragt, ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht, verkaufe ihn doch einfach so, damit war das Thema für mich durch. Wir hätten ihn ja auch zurückgenommen, bloß hätte er mit dem Preis nicht leben können. Nein, das hätte für ihn keinen Sinn gemacht. Richtig, also wir nehmen gerne eure Autos wieder zurück. Ich habe ihm sogar ein Angebot gemacht, weiß ich noch. Ich glaube auch, das war natürlich letztendlich dann ein Angebot, was für ihn nicht besonders toll war. Nein. Das ist ja aber auch der Sinn des Handels, ich meine, ich muss es ja günstiger einkaufen, wenn ich es danach verkaufen will. Naja, ja. Und das hat halt nicht so funktioniert. Dann diese Nummer mit, ich bestehe darauf, ihn zurückzugeben, wegen Mängeln, welche im Fahrzeug, also im Kaufvertrag standen, war nicht so die feine englische Art. Und witzigerweise hat mich danach doch der neue Besitzer, er hat das Auto dann verkauft, und dann hat mich der neue Besitzer angeschrieben, weil er wusste, dass wir den mal verkauft haben. Und der kam aus, das war ein Student, ich glaube aus Thailand oder so, in Düsseldorf. Total weird wieder die Geschichte. Ja, das war so ein bisschen komisch. Und der hat mir geschrieben und hat gesagt, hier, ich habe gerade das Auto gekauft, ich weiß auch nicht, was das los ist, das war der günstigste Integra, den ich jemals gekauft habe, und der Wagen ist ja in voll gutem Zustand, bis auf den Unfall vorne, aber mein Gott, ist ein altes Auto. Ja. So, also Ende gut, alles gut, aber das war auch wieder so eine komische Geschichte. Ja, definitiv. Nicht so richtig befriedigend, aber am Ende hat es ja für alle irgendwie ein gutes Ende gefunden. Ja, ja. Eins meiner Lieblingsthemen dieses Jahr und auch einer meiner Lieblingsumbauten dieses Jahr war das der GC8. Ein anderer Kunden GC8, den wir auch, hör auf zu lachen. Ich lach nicht deswegen, ich lache nur, weil du es so nett umschrieben hast. Das war ein deutsches Auto, und den haben wir komplett auf größeren Lader, ich anderen glaube, Motor. Nur, ja, es ist ein schönes Projekt gewesen, aber wir werden, glaube ich, in dieses Auto, ich mache uns jetzt gleich eine Notiz, die Story zu diesem Auto müssen wir eigentlich nochmal gesondert erzählen. Dem Kunden wird es eh egal sein. Ja. Das wissen wir beide. Ja. Das müssen wir nochmal in einer extra Folge, müssen wir nochmal näher auf dieses Auto eingehen, weil diese Story um dieses Auto ist einfach auch ein bisschen witzig. Ja, okay, dann jetzt nur Kurzfassung. Das war der erste Umbau, den wir auf Link gemacht haben. Wir haben halt diesen GC8 auf freiprogrammierter Steuergerät von Link umgebaut, inklusive, vorher hatten wir schon einen Motor getauscht und einen Turbolader getauscht. So, und in diesem Umbau jetzt halt inklusive Einspritzdüsen und Ansaugung und Top-Feed-Conversion und so weiter und so fort. Und danach, als er dann, ich weiß die Leistung nicht, weil es auch nicht auf dem Prüfstand war, aber als wir fertig waren, lief das Ding wie die Hölle. Das Ding war, das war Krieg auf vier Rädern. Ja, also so ein GC8 mit so, ich weiß nicht, 350 PS oder sowas, das geht schon vorwärts. Wir müssen in dieses Storytime, wir müssen den Kunden vorher einmal fragen, ob wir es erwähnen dürfen, aber auch die Story, wie er das Kfz hier also erst seine Rechnung bezahlt hat und dann abgeholt hat, das müssen wir wiedergeben. Erinnerst du dich? Nee, das muss jetzt irgendwie wieder so ein Insider sein, der mir gerade entgeht. Aber das kannst du mir nachher nochmal erzählen. Nein, ich erwähne jetzt nur ein Auto und dann weißt du es, R8. Ach so, ja, ja. Ja. Okay. Ja, okay, vielleicht erzählen wir das nochmal. Das ist nicht nur vielleicht, wir schreiben ihm eine nette Nachricht, fragen, ob wir ihn im Podcast erwähnen dürfen. Also zumindest die Story, ohne seinen Namen zu erwähnen. Und dann, ja. Ja.
Die Story muss man erzählen. Das ist einfach so eine richtig, richtig gute, schlechte Story. Ja, das ist wild. Das klingt wie ein Kinofilm, ja. Nächster. Accord Euro Air. Das war wieder so eine, also ich, wie gesagt, es ist ja nichts Neues. Ich bin so ein kleiner Honda-Fanboy. Ja, und merkt man gar nicht. Nee, ich weiß. Und ich hatte ja mal mein Tourneo und dann war es mal wieder irgendein Abend, an dem ich vor dem PC saß und in den japanischen Auktionen rumgeguckt habe. Und wieder mal in deiner Honda-Welt liebkost hast. Ja, ich war in meiner Honda-Welt unterwegs. Und habe dann so einen schwarzen Accord Euro Air gesehen in den Auktionen. Und beim Accord und beim Tourneo ist es einfach so dieses Ding, du kannst mit diesen Autos, wenn du sie importierst, du verdienst damit kein Geld. Nein. So. Es funktioniert irgendwie nicht. Euro Air hat uns kein Geld gebracht. Also, was heißt kein Geld? Wir haben damit jetzt keinen Verlust gemacht. Aber es gibt Autos, die funktionieren ziemlich gut, weil wir da genau wissen, was wir tun. Und es gibt Autos wie so ein Euro Air. Da ist es nicht so. Da wissen wir auch zwar, was wir tun, aber es ist immer, die machen immer Ärger, die Dinger. Ähnlich Evos. Ja, der erste, mein Tourneo, war eine ewige Odyssee, bis das Ding TÜV hatte, weil er einfach so absurd laut war. Dass wir fast Hausverbot beim TÜV bekommen haben. Alle 20 Zentimeter des Schalldämpfer, der Abgasanlage waren gefühlt mit Schalldämpfern oder Silencern gespickt. Ja, also ganz, ganz schlimm. Das Ding hat trotzdem noch geschrien wie Sau. Ja, und diesen Akkord hier habe ich auch nur gekauft, weil er eine Serienabgasanlage drunter hatte. Das war die wichtigste Voraussetzung dafür, dass ich das Auto kaufe. Und dann war das wieder so, mein Honda-Herz wollte ich natürlich haben, aber mein Geschäftsinhaber-Herz hat gesagt, kauf nicht wieder so einen Scheiß, den du nicht los wirst. So, weil die Autos sind für einen Honda relativ teuer. So ein Euro Air fängt irgendwo bei 10 an. Und ich weiß aktuell nicht mal, wo der hingegangen ist. Ich schon, mit dem habe ich mich heute gerade wieder bei Insta geschrieben. Bei WhatsApp. Nach Berlin. Und aber es ist einfach ein mega cooles Auto. Aber man muss das wollen. Das ist so ein Auto, weil es ist kein Turbo. Er hat auch in Anführungsstrichen nur 220 PS. Und du kriegst halt einfach auch mehr Leistung fürs Geld, ja. Aber du kriegst nicht ein selteneres Auto. Richtig. Also viel seltener geht's gar nicht, weil der Euro Air war selbst in Japan schon selten. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie häufig er hier ist. Naja, auf jeden Fall, das Auto hatte ich dann irgendwann mal an so einem Abend, habe ich einfach mal wieder drauf geboten. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hat mal wieder ein Auto gekauft. Ja. Und dann kam er hier irgendwann an. Der stand auch relativ lange, muss ich sagen. Bis da jemand kam und sagte, hier, ich möchte ihn haben. Ja, doch. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Wir haben in der Zwischenzeit noch ein paar schwarze, ich glaube 17 Zoll Felgen drauf gemacht und H&R-Federn eingebaut. Nee, wie heißen die doch? David würde es jetzt wissen. Nee, das ist ja nichts, das ist ja... Doch, das sind diese Speedline-Felgen. Nee, das war beim anderen. Das stimmt. Das waren, ich weiß es nicht. Schwarzmatte Felgen, sah auf jeden Fall ganz schick aus, ein paar H&R-Federn rein und dann kam auch ein Interessent, der hat sich den angeguckt, Probe gefahren, zusammen mit einem Kumpel von ihm, der Bruder von einem anderen Kunden von uns ist. Die kamen dann zusammen hierher und er hat sich dann halt das Auto angeguckt und sich am Ende auch dafür entschieden. Dann haben wir noch die Zulassung gemacht und so weiter und dann war es dann auch irgendwann geschafft. Ja. Aber grundsätzlich, Euro Air nicht unbedingt die Autos, die mal eben schnell von der Hand gehen. Ja, definitiv. Die war auch dieses Jahr. Damit bin ich noch liegen geblieben. Wieso das denn? In Hamburg? Achso. Ja, und wir sind auch erst im März, ne? Wir haben jetzt hier 41 Minuten. Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Also, im März haben wir eine PS13 bekommen. Meiner Meinung nach das geilste Chassis, was es gibt. Definitiv. Die schönste... Nach einer S14, also S14 Boss, aber das ist anders schön. Ja. Serie PS13. PS13 ist Best. So classy und so schön. Die wir importiert haben, war, weil es einfach mittlerweile preislich absurd ist, war eine Automatik. Sauger? Automatik. Nee, es war kein Automatik, war Schaltersauger. Stimmt, Schaltersauger, ja. In dunkelgrün. Ja. Und auch in einem. Also Zustand, der war jetzt nicht atemberaubend gut. Der hat auch so ein Rostproblem gehabt, wobei von unten ging es. Es war die Karosserie, die Karosse hat halt ein bisschen, ja. Aber es war auch innen ziemlich, man hat gesehen, dass das Auto gelebt hat, aber es hatte einfach was. Ja.
Es hatte irgendwie, dieses Auto hat mit dir gesprochen. Das hat gesagt, hier, das und das habe ich erlebt. Und das war eigentlich cool. Den haben wir... Ist nach Hamburg verkauft worden und der Besitzer ist fleißig am Restaurieren. Ja, und von dem kommt doch... Dafür haben wir einen STI in Zahlung genommen. Genau. Der auch noch hier steht, blöderweise. Der immer noch auf das Fenderist-Kit wartet. Das Fenderist-Kit wartet, was hoffentlich jetzt endlich in diesem Winter mal irgendwann hier ankommt. Ja. Also, Callout an die Berliner. Wir haben euch nicht vergessen. Nein. Das sind auch mit unsere entspanntesten Kunden, ne? Das sind nicht nur die entspanntesten. Die haben aber auch immer verrückte Ideen. Ja, also ich weiß auch nicht. Wir können das ja jetzt mal so sagen, wie es ist, aber ich glaube, die rauchen auch irgendein ganz anderes Kraut da unten. Ich weiß es auch nicht, was mit denen ist, aber... es sind die geilsten Kunden, die wir gehören auf jeden Fall zu den Kunden, die teilweise hier kommen, auf dem Samstag ihr Auto umbauen lassen, einfach den ganzen Tag da sind. Ja, oder sie kommen auf dem Samstag aus Berlin hierher, 300 Kilometer, kommen, bringen Red Bull mit. Trinken mit unserer Red Bull, sammeln ein bisschen dummes Zeug und fahren wieder nach Hause. Ja. Genau. Völlig verrückt. Wir überspringen jetzt mal so ein, zwei Autos, weil sonst kommen wir hier zeitlich überhaupt nicht mehr hin. Dann hatten wir dieses Jahr noch ein Legacy Tuned bei STI, ein Kombi in dunklem Blau. Eigentlich, dieses Auto stand hier echt lange. Der stand hier auch lange, was ich auch nicht so richtig verstehe, weil es ist wirklich ein schönes Auto. Aber in diesem dunklen Blau ist er natürlich nicht so richtig auffällig. So, es ist halt nicht das, was viele möchten. Ist es nicht so, dass wir jetzt auch einen dunkelblauen? Nee, einen hellblau. Also WR-Blau kriegen wir jetzt zwei Stück. Ja, wir kriegen zwei Stück, aber was? Wir haben noch irgendeinen Tune bei... Ach nee, der hat nur eine große Bremsanlage drauf. Das ist ein schwarzer, ne? Ein schwarzen, okay, ja. Dann bin ich... Ich war gerade so ein bisschen ab vom Kurs. Nee, also das war ein Pre-Facelift-Tune bei STI. Wie gesagt, in dunkelblau. Hatte auch noch nicht viel gelaufen. Ja, schönes Auto. Fährt jetzt auch... Oh, keine Ahnung, wo der rumfährt. Ja. Dann dieses Jahr ein Auto, was mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Integra DC5, den habe ich auch Ende März gekauft. Also das Auto ist völlig in Ordnung. Das Auto hat nichts falsch gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass der DC5 absolut nicht mein Auto ist. Ja. Ich mag die Charakteristik vom K20 nicht. Aber ich gucke es mir unheimlich gerne an. Ich finde, DC5 ist eines der schönsten Autos überhaupt so aus den letzten 20 Jahren. Also ist jetzt nicht in den Top 3, aber ist auf jeden Fall ein sehr schönes Auto. Kann ich mir stundenlang angucken. Will ich aber nicht fahren. Ja. Fühle ich irgendwie nicht. Nee, ich auch nicht so. Liegt vielleicht an meinem Honda-Fetisch. Ja, an einem Nicht-Honda-Fetisch. Ja, jetzt kommt wieder so eine Story, die kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Das ist der Type RA, oder? Ja. Wir hatten dieses Jahr einen GC8 Type RA und das war so eine völlig, völlig weirde Geschichte. Ich versuche mal, die gerade... Ach, was schreibe ich denn hier? Also ich schreibe ja jetzt hier nebenbei unsere Liste. Ich kann Type nicht mehr schreiben. Das war total verrückt. Ich suche gerade mal die Nachricht raus. Ich überlege gerade. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, was wir an diesem Kfz gemacht haben. Gar nichts. Also doch schon ein bisschen, aber nicht viel. Ich kriege das auch gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall war es so, ich saß, das muss irgendwann dann Mitte März gewesen sein. War es so eine komplett weirde Story? Ziemlich. Es gibt eine Story daheim dazu. Es war so, ich saß, das war Ende März irgendwann, ich saß im Büro und habe eine E-Mail gekriegt, eine Nachricht gekriegt. Es war gar nicht März, es war Anfang Mai. Ich habe eine Nachricht gekriegt über Google My Business. Okay. Ich hatte vorher gar nicht auf dem Plan, dass man da überhaupt Nachrichten drüber bekommen kann. Ich auch nicht. Und da hat mich jemand angeschrieben, hat gesagt, pass mal auf, hier, wir haben vor Jahren mal einen Impreza aus Japan importiert und haben ihn nie zugelassen bekommen. Und der steht jetzt irgendwie seit 7 Jahren in der Garage. Da war auch, als wir den abgeholt haben, keine Luft mehr im Reifen. Da haben wir hier noch den Sprit abgezapft. Der roch auch so, als würde der nie wieder irgendwas... Da hätte es auch ein Feuer mit löschen können mit dem Sprit. Ich denke gerade ernsthaft drüber nach, was für eine Karre das war. Der Weiße mit dem Käfig drin, mit dem Breitsitz. Ah, yo! Stimmt. So. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, doch. Und wie gesagt, das war ein GC8 Type RA mit Closed-Deck-Block. Stimmt, der Closed-Deck, Ja, mit einer HKS Super Dragger-Anlage, also auch so eine Oldschool-Auspuffanlage, gibt es heute, also gibt es gar nicht mehr. Der hatte einen Überroll, also einen Käfig sogar drin. Mhm. So ein komisches Momo-Lenkrad, bevor wir ihn verkauft haben. Das Ding fuhr auf jeden Fall sehr wild.
Ja, und da haben wir dann einen großen Service gemacht, alle Flüssigkeiten raus. Der war im Zustand so ultra. Stimmt, deswegen habe ich ja keine Erinnerungen mehr an das Ding. Genau, und wir haben an dem Auto, doch ein bisschen was haben wir gemacht. Wir haben... Die Anzeigen haben wir gemacht? Die Anzeigen? Ich glaube, der hat Anzeigen gekriegt. Nee, der hat eine Anzeige schon gehabt. Die haben wir nur wieder ordentlich befestigt. Der hatte so ein Ladedruckinstrument in so einer Getränkedose. Stimmt, ja. So, und wir haben ein neues Lenkrad reingesetzt, weil da war so ein ganz, ganz hässliches drin. Da haben ist wir das nicht das, was da... Nee, da haben wir Nadi. Ja, das kann sein, dass das hier noch irgendwo rumfliegt. Ja. Da haben wir ein Nadi-Lenkrad eingebaut. Scheinwerfer haben wir umgebaut, ein Datenblatt besorgt und hat den großen Service. Dann bin ich den ein, zwei Mal gefahren und das Ding ging wie die Hölle. So, und der Type RA hatte diese, der hatte Fensterkurbeln vorne. Stimmt, dieses und, Rennauto. Und dünn geschliffene Scheiben und sowas. Und wie gesagt, der Wagen stand 7 Jahre in der Garage rum. Wir haben den dann gekauft, haben ihn dann fertig gemacht, sind den dann ein bisschen gefahren. Das Auto fuhr so wild und so geil. Das hat sich so leicht angefühlt alles. Richtig, richtig gut. Und ja, der ist dann auch irgendwann verkauft worden. Und keine Ahnung, was der Besitzer damit gemacht hat. Ich denke mal, der wird mittlerweile schon eine Zulassung haben. Ich habe das Gefühl, unser Jahresrückblick könnte zweiteilig werden. Nee, schaffen wir. Schaffen wir? Ja, vielleicht. Dann kam noch ein Acti, dann, ja, vielleicht auch nicht. Dann kam der Impreza WRX mit dem Fenderist Kit. Den haben wir von einem anderen Händler gekauft, der dann auch dieses Kit angebaut hat. Ich habe das Auto dann gekauft. Ja, zum Teil angebaut. Zum Teil angebaut. Und ich habe das Auto dann gekauft aus dem Grund, da wir ja die Deutschlandvertretung für Fenderist haben und das Auto halt nicht fertig war, wollte ich, dass wir dieses Auto fertig bauen. Wo sind wir zeitlich? Wir sind zeitlich im Mai. Aber da kommt nicht mehr. Schreib du weiter. So, und dann haben wir das Auto hergeholt. Dann haben wir das Bodykit komplett wieder abgebaut. Haben die Löcher zugeschweißt, die er gemacht hatte. Ja, weil mir das alles nicht gefallen hat. Richtig, weil das war irgendwie alles, das hat nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Dann haben wir das Bodykit wieder angepasst ans Auto. Haben Fahrwerk verbaut, andere Felgen. Die Felgen, genau, das waren JR11 mit... hier RSR mit Federal Slicks. So, und dann haben wir das ganze Auto lackieren lassen. Einmal komplett neu, wieder in Blau. Und ja, dann haben wir das Bodykit fertig gebaut. Und dann, das ist auch so ein Auto, das müsst ihr euch dann einfach jetzt angucken, weil das muss wirken. Und der neue Besitzer. Ah, der liebt dieses Auto. Ich glaube, der war. Also, der ist, glaube ich, Italiener oder so. Er ist Italiener, ne? Ja. Mariano. Alter. Und ich glaube, Mariano würde das Auto heiraten, wenn es geht. Ich glaube, er hat das Auto geheiratet. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die tragen auch die gleiche Unterhose. Ja. Richtig, richtig wild. Hier sind nochmal Bilder vom Dings, aber das sehen wir dann ja alles. Dann machen wir hier nochmal einen Sprung. Dann war es irgendwie Juni und im Juni war ich mit meinem Legacy auf der Rolle. Dafür gibt's, dazu machen wir aber nochmal, also da machen wir keinen Podcast, dazu gibt es aber demnächst ein eigenes Video, wie ich mit meinem Legacy auf 400 PS gekommen bin und so weiter. Und da war es dann am 2. Juni soweit, dass ich mit meinem Legacy auf dem Prüfstand war. Und ja, mein gestecktes Ziel von 400 PS erreicht habe. Das war auch ein schöner Tag. Gerade so, ja. Guck mal, jetzt 401. 401, ja. 400 war Ziel, also Ziel erreicht. Ja. Dann, das ist auch im Juni passiert. Aber das Auto hat uns... Ach so, nee, Entschuldigung, falsche Farbe. Nee, falsches Auto. Auch im Juni passiert ist, dass ich den R33 mit dem RB28 gekauft habe. Den habe ich dann ja auch eine Zeit lang selber gefahren und so ein bisschen Kleinkram dran gemacht, ein bisschen Service und so weiter. Habe dann aber festgestellt, dass ich dieses Auto einfach nicht brauche. Dieses Auto war auf der Straße auch nicht richtig geil, Farbe. Doch, es war schon geil, es aber war, nicht Farbe. Es war, ja, okay, es war geil, aber überhaupt nicht Farbe. Also, wir haben es ja jetzt alle mehrfach getestet. Nach 10 Minuten ist dein Bein gestorben. Ja, also das Auto ist eigentlich nur dafür da, um auf einer Landstraße volles Matt durchgehend 0 und 1 zu fahren. Ja, also die Kupplung war ein bisschen krass. Das Oldschool-Mapping da drauf war zwar geil, weil es ultra aggressiv war. Aber es war ein bisschen zu oldschool. Es war zu doll. Also das Auto macht im zweiten Gang nur schwarze Streifen. Ja. Und das Ding lief auch viel zu fett. Der lief... Richtig war schön nicht von fett. Der Karre auch die schwarzen Punkte an der Wand? Ja, richtig. Wir haben einen kleinen schwarzen Fleck davon an der Wand. Ja. Aber krass. Also der hatte 400, damit war ich auch auf dem Prüfstand, 485 PS. Aber es fühlte sich viel brutaler an. Es fühlte sich mehr an, weil er einfach jedes Mal beim Gasgeben hinten ausgerastet ist.
Und ja, das Auto war dann noch mit auf Rügen auf dem Treffen und ist dann danach auch irgendwann an seinen neuen Besitzer gegangen. Ja. Was haben wir noch gemacht? Dann habe ich so ein... Das Paket gekauft? Nee, das war ja kein Paket, aber dann haben wir ein Honda-Paket geliefert bekommen. Ich habe nämlich den DC5 dann verkauft und habe dafür einen DC2 in Zahlung genommen, schwarzen europäischen, also deutschen Linkslenker DC2, auch in einem wirklich schönen Zustand, ganz minimal Rost, aber nicht schlimm. Und wie gesagt, wir sind beim 20 Jahre alten Auto, also völlig in Ordnung. Und unser Schrotti hat in dem Zeitraum, wo er die geholt hat, das war im Juni, ist der Sky nämlich weggegangen. Das war nämlich zusammen mit dem DC5. Die hat Schrotti weggebracht, beide ausgeliefert. Den DC5 und den weißen Sky. Ja, und hat auf dem Rückweg den DC2 und einen EK4 mitgebracht. EK4, auch eine super geile Geschichte. Der ehemalige Besitzer hat mich angerufen oder hat mir eine Mail geschrieben. Das war die ausführlichste Mail, vielleicht blende ich die sogar mit ein, die ausführlichste Mail, die ich je bekommen habe, als jemand ein Auto verkaufen wollte. Mit einer kompletten Geschichte dazu, wann er das Auto gekauft hat, wie, wo, was. Der Wagen hatte zwar schon 260 runter, war aber aus dritter Hand und 19 Jahre lang quasi im Besitz des letzten Besitzers. Ja. So, und das hast du im Auto auch angesehen. Dieses Auto ist auch immer noch in unserem more than less Besitz. Quasi immer noch in unserem Besitz. Den hat ja dann unser Azubi gekauft. Am zweiten Tag oder am dritten Tag seiner Arbeit hier. Ja, darauf basiert der Still. Der Seelenverkauf des Lehrlings an mich. Genau. Ich glaube am dritten Tag, ja. So, dann kommt wieder mal ein Acti und so weiter. Dann kommt wieder ein bisschen Skyline. Dann haben wir, das war kein Auto, deshalb brauchen wir es nicht ausschreiben, aber dann war ja so Mitte Juli, da haben wir ja das Büro umgebaut. Oh ja, stimmt. Damit unser Azubi hier auch einen vernünftigen Schreibtisch hat. Und dann war es im Prinzip schon auch Mitte Juli, da kam Max dann das erste Mal hier um die Ecke. Ihr müsst wissen, Max und ich, wir kennen uns schon recht lange. Ja, und viel witziger ist, ich kannte Max nicht. Und er hatte mich angeschrieben, hat gefragt, hier, ich habe ein S2000, ich will da einen Breitbau haben. Wollen wir da irgendwie was zusammen machen? Ich sage, ja klar, komm doch mal vorbei, dann schnacken wir drüber. Ja. Und dann saß ich hier, da saß ich sogar noch in meinem, als wir das angefangen haben, das Thema, in meinem alten Büro. Ja. Und dann saß ich hier mit Max und wir haben uns unterhalten und haben das so ein bisschen geplant. Dann kam ich von der Arbeit. Und dann kam Jonas rein und die beiden haben sich begrüßt, als würden sie sich 1000 Jahre kennen. Ich sage, hä? Ja, und da habe ich dann erfahren, dass ihr euch schon vom Motorradfahren 1000 Jahre kennt. Ja, genau. Also wir haben schon ziemlich viel zusammen gemacht. Ja. Ja, doch. So, und das Auto ist ja, wie eben angeteasert, jetzt mittlerweile vom Lackierer zurück und steht jetzt hier und wird dann irgendwann zusammengebaut und dann kommen die Felgen und dann geht er auf die Straße. Mhm. Wir müssen auch unseren Golflehrer erwähnen. Der Golflehrer, ich glaube, dafür haben wir keinen Post auf unserer Internetseite. Doch, gibt's. Also doch, da gibt's auch Bilder jetzt vom neuen Auto. Ja? Ja. Also bei Insta logischerweise und da machen wir dann auch welche. Mache ich mit auf den Laberschaden, Timeline, Bilder, Seiten, Dingesbummens. Ja. Das, wovon wir euch hier den Link unten drunter schreiben. Der Golflehrer, eine der witzigsten Personen, die hier so rumlaufen. Ich glaube, er weiß das auch, dass er mir manchmal tierisch auf die Zwiebel geht. Ich glaube, der weiß das voll. So, weil er sagt es ja selber, dass er dich so lange nervt, bis du machst. Und er weiß auch, dass wenn ich ihn manchmal ein bisschen anranze, dass ich das nicht böse meine, sondern weil er mir einfach zu sehr auf den Sack geht. Ja. Aber ich mag ihn trotzdem. Er ist ein ultra netter Typ und ich freue mich auch, wenn er manchmal freue ich mich auch, wenn er hier ist, manchmal bin ich mir auch so, Alter, ich habe jetzt keine Zeit. Ja. So, weil der kommt auch immer unangemeldet. Viel geiler war eigentlich, als wir das Auto gebaut haben, das ist ein Mazda 3 MPS in schwarz, weil er seinen alten Mazda 3 zersägt hat. Ja. Viel geiler war eigentlich, als wir angefangen haben, über dieses Projekt zu reden und wir überlegt haben, was für Felgen er fährt. Dann saß Sonja dann nicht hier sogar mit im Büro, als ihr darüber gesprochen habt? Kann gut sein, ich weiß und nicht, worauf du hinaus willst. Und dann sagte der Kunde, ja, ich hätte ganz gerne Rot-Hochglanz-Felgen. Und dann sagt Alex, nö, gibt's nicht. Und Sonja dann nur so darauf hin, wie, du kannst doch dem Kunden nicht sagen, dass er die Felgen nicht kriegt. Doch, kann ich.
Das müsst ihr auch verstehen. Wenn ihr zu uns kommt mit einer Umbauidee. Ihr fahrt hier nicht als Kevin-Mobil raus. Nein. Also wenn ich, das mag überheblich klingen, das meine ich aber gar nicht so. Aber wenn ich da scheiße finde, was ihr vorhabt, dann machen wir das nicht. Also dann könnt ihr gerne zu jemand anders fahren und das da machen lassen. Klingt voll scheiße. Ja, das ist mir egal. Aber ich baue euch auf einen, das Felgendesign war auch hässlich, was er sich ausgesucht hat. Ja, er hat sich so richtige Kevin-Felgen ausgesucht. Oh ja, das ist jetzt schwierig, das so zu sagen. Aber auf jeden Fall, ihr wisst alle, was wir damit meinen. Ne? Wirklich. Die gleichen Leute, die sich eine Ghetto-Natter aufs Auto kleben, bauen sich auch diese Felgen auf. Und es waren nicht die Teddybär-Felgen. Nein, absolut nicht. Naja, und irgendwie haben wir dann, haben wir uns dann am Ende aber geeinigt. Aber viel geiler ist eigentlich die Geschichte, wie der zu uns gekommen ist. Das war nämlich über die Freundin vom Kumpel von uns. Die kannte er irgendwie. Ja, vom Golfkurs. Ja, vom Golfkurs. Der hat ihr das Golfspielen beigebracht. Der Golflehrer war Nadines Golflehrer. Und deswegen heißt er bei uns Golflehrer. Also er ist auch Golflehrer. Ja. Aber deswegen heißt er bei uns Golflehrer, weil er der Golflehrer ist. Und er hatte sich damals von einer anderen Firma sein Luftfahrwerk einbauen lassen. Und eine andere Lübecker Firma. Es wollte ihm keiner eintragen, weil der Einbau... Warum wohl? Weil der Einbau so mäßig gut war. Und naja, wir haben ihm das dann ordentlich gemacht und dann hat er es eintragen lassen. Dann hat er einen Unfall mit seinem Mazda 3, den er sehr geliebt hat, den alten. Das war auch nicht leicht für ihn. Gut, da war auch eine Story hinter. Ne? Das war irgendwie sein erstes, das Auto hat er sich von seinem ersten Preisgeld gekauft, was er beim Golf... Und als Neuwagen. Genau, gekriegt hat. Also das war schon nicht schlecht. Und dann kam er zu uns dann mit seinem gecrashten Mazda 3 und sagte so, jetzt muss es ein MPS werden. Ja, nee, er wollte eigentlich das gleiche Auto nochmal. Nee, er wollte ein MPS. Ja? Ja, von Anfang an. Okay. Und dann haben wir ihm halt ein MPS gesucht und haben auch das Auto einmal komplett durchrestauriert, weil der von unten leider auch nicht so schön war. Da wurde auch, haben wir auch viel gepulvert und viel fertig gemacht. Ja. Und haben dann sein Airride so verbaut, wie es auch einfach zu ihm passt. Das ist halt, das ist genau so. Die Steuerung und so weiter haben wir auf so einen kleinen Kunstrasenplatz montiert. Ja. Einfach nur so ein bisschen dieses Gimmick, so ein bisschen Riders on a Storm mäßig. Guckt euch einfach die Bildershow dazu an. Genau. Das ist schon ganz cool geworden. Ja. Nächster größerer Punkt auf unserer Projektliste, also wie gesagt, wenn wir jetzt einfach in Anführungsstrichen nur einen normalen Legacy importiert haben und den fertig gemacht haben, das überspringen wir jetzt. Wir sind mittlerweile aber trotzdem bei 19 Autos, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht das ein oder andere Auto gemacht haben. Nee. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist welcher? Ist mein Kanjo EG6. Oh ja, das erste Honda-Projekt, was ich persönlich gefeiert habe. Ja, und was wir auch in ziemlich kurzer Zeit dafür, was alles passiert ist, durchgezogen haben. Da hattest du da nicht Urlaub? Oder hatte David Urlaub? Guck mal auf die Zeit. 15. August. Ja, ich hatte Urlaub. Ja, da hattest du Urlaub und David, glaube ich, auch. Ja, ich hatte 3 Wochen, ich habe ja jedes Jahr im Sommer 3 Wochen Urlaub. Die du meistens hier verbringst. Ja, logisch, weil meine Freundin zu Hause mag mich gar nicht so gerne. und da haben wir dann mal eben schnell in diesen 3 Wochen, wie immer eigentlich, mal schnell wir machen ein Auto ja, im Prinzip machen wir in deinem Urlaub immer irgendein Projekt. Ja. Letztes Jahr war es mein Datsun. Und dieses Jahr war es der EG6. Ja. Und da haben wir ja letztendlich jetzt Nächstes Jahr ist es wieder der Datsun. Wahrscheinlich. Da haben wir ja in 3 Wochen das ganze Auto auf links gekrempelt. Wir haben alles rausgerissen. Es war bis auf den Innenraum alles raus. Wir haben alle Achsen gepulvert. Wir haben jedes Lager neu gemacht. Wir haben den Motor neu gemacht. Wir haben die Abgasanlage gebaut. Wir haben wirklich viel gemacht in diesen 3 Wochen. Und hatten ja trotzdem noch unseren normalen Regelbetrieb. Ja. Hatte Mumpi nicht sogar in der Zeit Urlaub? Ja, genau. Maurice war auch nicht da. Ja. Deswegen, also Maurice kriegt meistens nur Urlaub, wenn ich da bin. Ja, es bietet sich halt einfach dann an. Ja. Ich mache das dann meistens so, dass ich vormittags Kundenautos mache und dann ab mittags oder nachmittags machen dann, halt die eigenen Projekte. Das Projektauto, genau. Hat mal wieder super geklappt. Hat wirklich super geklappt. Dann kam Martin, mein Kumpel, noch vorbei und hat den beklebt. Also wir haben ihn zusammen beklebt. Ja, und dann wurde er auch pünktlich zu unserem diesjährigen Treffen-Highlight, weil wir hatten auch nur ein Treffen, aber wir es ist trotzdem immer Jahr wieder ein Highlight, machen es auch immer wieder gerne. Nächstes Jahr Treffen steht übrigens mehrere im Raum, ne? Also nur um das jetzt nochmal so in den Raum zu schmeißen. Also nächstes Jahr. Ich habe schon irgendwas von Reisbrennen gehört. Reisbrennen, hier in Lübeck das ein oder andere Treffen. Ja, und natürlich wieder so wie letztes Jahr und das Jahr und dieses Jahr wieder Rügen. Definitiv. Schreibt das mal mit auf, da können wir mal ein paar Fotos dann noch zeigen.
Rügen war dieses Jahr super, letztes Jahr super und nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder super. Ich hoffe. So, und da waren wir. Wir bringen nächstes Jahr unser eigenes Dixie mit. Vielleicht, ja. Da hatten wir auch richtig was mit. Also wir waren, dieses Treffen auf Rügen ist ja jetzt kein riesiges Treffen, macht aber halt immer Laune. Und da hatten wir den STI von Felix, Mein Sky, die S14 vom Azubi, Mein Civic, Daisy und den Acti. Ja, und? Und Julex. Und den breiten Ding. Stimmt, und den breiten WRX hatten wir mit und ja. Julek war auch da mit ihrem Mazda. Ja. Das war wieder schön. Wie immer, eigentlich. Ja, wie immer. Nächster Punkt auf. Weißt du, welches Projekt wir die ganze Zeit vergessen? Na? Also, es ist ja ein Projekt, wo wir viel dran gearbeitet haben, wo wir aber noch gar nicht so viel zu gepostet haben. Herrn Koko? Ja, wir haben auch noch nicht so viel zu dem da, zu dem Aristo. Ja, also es ist halt schwierig. Klar, wir gucken jetzt auf Instagram, weil auf Instagram die ganzen abgeschlossenen Projekte stehen. Ja, es ist so mehr oder weniger so ein bisschen so unsere Timeline. Genau, es ist so unsere Timeline. Aber wir hatten halt dieses Jahr auch noch unter anderem den Allmann mit seinem Aristo, wo wir ja jetzt heute auch noch bei sind. Und das wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Weil es halt einfach ein Aristo auf 6-Gang BMW-Getriebe ist. Ja, und wir da halt auch nicht konstant dran sind. So, wir sind mal bei, wenn wir ein bisschen Luft haben, so wie heute zum Beispiel, weil sich mit dem Akkord ja das ergeben hat, was es ergeben hat. Ja. Deswegen hatten wir jetzt heute wieder ein bisschen Luft und es ist halt schwierig für uns immer, ja. Es lässt sich manchmal einfach nicht so planen, genau, weil uns dann Teile fehlen oder irgendwie, oder es auch einfach zeitlich nicht passt. Oder es einfach irgendwas dazwischen kommt, ja. Deswegen, also es ist immer ein bisschen schwer. Wo ja, es sind jetzt auch, wie gesagt, es sind halt auch nicht alle Sachen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Was ich dieses Jahr aber schön fand, das war jetzt für dich nicht so ganz so emotional wie für mich, war, dass Jörn da war mit seinem Legacy. Und das ist ein BH5 Legacy, da haben wir die Scheinwerfer wieder in Stand gesetzt. BH4. Nee, BH5. Die BHs sind doch Vierer. Nein, BH ist auch 5. Heißt die BH5? Ja, B4 heißt der Viertürer, also die Limo, so kann man sie auch nennen, aber es ist ein BH5. Mit dem BH5 Legacy, da haben wir, wie gesagt, die Verkabelung von den Scheinwerfern in Stand gesetzt und ja, der hatte so Schwankungen im Leerlauf, das haben wir noch gemacht und so ein bisschen Kleinkram, eigentlich gar nichts Wildes. Und was daran aber schön ist, das war der zweite Legacy, den ich überhaupt importiert habe. Ach so, einen TÜV haben wir gemacht. Noch vor der Firma. Ja, das war noch in meiner ganz frühen Anfangszeit. Und ja, den haben wir, glaube ich, 2017 oder so importiert. Und ja, der war mal wieder da, das war eigentlich auch mal wieder ganz nett. Die alten Autos, wenn die schon länger verkauft sind, die mal wieder zu sehen. Dann haben wir natürlich ganz viele Legacies noch mit durchgezogen. Ja, und Autos gekauft, die auch teilweise noch gar nicht da sind, weil wir immer noch dieses Problem mit dem Anliefern haben. Dann haben wir noch ein Auto hier stehen, was wir jetzt im Januar wieder angehen. Das ist der Chaser. Oh ja. Mit dem Linksteuergerät. Ja. Da haben wir im Prinzip jetzt schon so die Vorbereitung für den TÜV gemacht. Christian hat die Scheinwerfer umgebaut, das haben wir wieder zusammengebaut. Dann haben wir das Fahrwerk umgebaut? Oder Fahrwerk haben wir umgebaut, ne? Da war ein Teilfahrwerk drin und das haben wir auf BC-Federn umgebaut. Felgen und was haben wir dann noch gemacht? Wir haben auf jeden Fall einiges Stoßstange gemacht. Angepasst und so. Stoßstange, Abgasanlage komplett gebaut. Ja. Eine komplette Abgasanlage selber gebaut. Und einiges wieder auf Kurs gebracht. Da haben wir noch das Problem, dass das Auto einfach nicht richtig zündet und nicht richtig die Luft misst. Da ist jetzt letzte Woche ja oder vorletzte Woche das Linksteuergerät angekommen und das wird jetzt der nächste größere Linkumbau mit Einzelspulen und so weiter und so fort. Richtig, genau. Mal gucken, was das wird. Ja. So, und dann sind wir auch schon fast bei den Autos, die jetzt hier noch sind. Wir haben ja jetzt noch unseren R33 hier rumstehen, den wir noch machen wollen. Wir haben einen Haufen Autos unterwegs. Wir haben unsere Supra-Vollrestauration, ja, die uns auch noch ein bisschen begleiten wird. Ja. Wir haben den JDM DC2. Also, nur um auf die MK
3 Supra zurückzukommen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass wir eigentlich anstreben, dieses Jahr noch zu rollen. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Wir wurden mal wieder, ich will nicht sagen im Stich gelassen, aber es verzögert sich alles wieder mal. Ja, einfach glaube ich auch aus dem Grund, es war ja noch sehr, recht kurzfristig, wir mussten da jetzt kurzfristig, aber wir haben uns dann ja jemanden gesucht, der das Eis, den Wagen Trockeneis strahlt, der hat natürlich auch zu tun, aber da geht es jetzt so langsam, haben wir jetzt die ersten, es sind schon die ersten Teile gestrahlt, es wird mit der Karosserie jetzt demnächst vorwärts gehen und dann kann das Auto hoffentlich irgendwann auch mal zum Lack. Ja, ich gehe davon aus. Und ansonsten, das waren eigentlich im Prinzip so die Projekte dieses Jahr, aber es sind auch einfach 20 Autos geworden. Insgesamt hatten wir, wie gesagt, dieses Jahr 40. Und ja, was ist dein Fazit zu 2021? War doll, war viel Arbeit. Ja, es war wirklich viel Arbeit. Was im Background passiert, das sieht man ja meistens gar nicht. Nee. Ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden wir hier verbracht haben. Also so reine Schätzung, wir schreiben ja Arbeitsstunden hier nicht auf. Das ist ja alles hier, alles auf freundschaftlicher Basis und so. Aber das waren viele. Also ich glaube, es waren bei mir, und das ist kein Rumgeheule, ich genieße jede Stunde, die ich hier bin meistens. Aber wenn das Jahr 365 Tage hat, dann bin ich davon an 320 voll hier. Ja. Würde ich sagen. Definitiv. Das würde ich so unterschreiben. Und ich würde sagen, im Schnitt selten weniger als 12 Stunden. Ja. So, also ich habe hier garantiert 4000 Stunden dieses Jahr verbracht. Ja. Aber also, ich mache es auch immer noch gerne. Ist so. Also ich bin immer noch gerne lange hier. Ich kann jeden Abend nur ein Stoßgebet gen Himmel senden, dass ich eine Frau habe, die das unterstützt und akzeptiert und das auch eigentlich auch gut findet, was wir hier machen. Eigentlich, nicht nur eigentlich. Sie findet es gut. Ja. Guck mal, ich war ja dieses Jahr ein paar Tage mal in Dänemark und ansonsten habe ich zwischendurch nochmal unsere Hochzeitsfeier gehabt. Ja. Und ansonsten war ich eigentlich hier. Richtig. Aber es ist... es ist ja auch... Wir wollen uns auch nicht selbst beweihräuchern, aber... Nein, aber wir können das ja mal als kleines Flashback für dieses Jahr machen, dass wir, glaube ich, ziemlich viel geschafft haben. Ja. Also so, wenn ich so die Masse der Projekte sehe, die wir gemacht haben und auch den Umfang dieser Projekte. Klar haben wir Legacies gemacht, wo wir einfach nur einen Zulassungsservice raus. Ja. Ja. Aber wir hatten halt auch, ich meine, alleine die Autos jetzt, das waren jetzt schon mal 20 Sachen, die alle aufwendig waren. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, wir sind im Prinzip in diesem Laden eigentlich ja in der Werkstatt zu anderthalb. Maurice ist da. Und ich bin. Du bist da, ich bin ab und zu da, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, ja. Aber es ist ja nicht so, so und das, was wir hier auch an Planung durchziehen müssen, an wie du sagst, das, was im Hintergrund passiert, das ist einfach heftig. Ja, definitiv, also. Aber ich mach's immer noch gerne. Also, guck mal, wir haben dieses Jahr nicht nur, dass wir halt jetzt hier unsere 40 Autos durchgezogen haben, nein, wir haben noch Moto Merchants Leben gerufen, wir haben noch die Halle umgebaut, renoviert, gemacht, also, ne? Ja. So ein Büro baut sich ja auch nicht innerhalb von 10 Minuten. Nein. Wir haben eine zweite Halle dazu, wo wir auch noch halb eingezogen sind und so weiter. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier einfach nur so in der Nase bohren und ein Auto nach dem anderen reparieren. Nee, es muss wirklich hier viel geschafft werden. Und wenn ich mir überlege, dass wir jetzt 2021 abschließen jetzt und von 40 Autos sprechen und auf unserer ankommenden Autosliste, ich habe gerade durchgezählt. Hast du durchgezählt gerade? Stehen 17. Und die kommen in den ersten 3 Monaten. Glaube ich, wird 2022 noch krasser. Krass wird halt, also es könnte halt gut werden, weil wir ein Mann mehr sind. Ja. Der den ganzen Tag hier ist. Und was natürlich auch, wir haben natürlich auch gelernt. Ne? Also das ist es ja, man zahlt am Anfang auch viel Lehrgeld und macht auch Sachen doppelt und dreifach, weil man es einfach... Nicht besser weiß. Ja, weil man es auch einfach ausprobieren muss. Wir müssen halt einfach auch viele Sachen ausprobieren. Wir machen hier auch vieles, also für nichts, was hier passiert, gibt es irgendeinen Reparaturleitfaden oder irgendeine Anleitung.
Jetzt mal abgesehen von einem Reifenwechsel, aber alles andere, wir machen hier nun vieles selber, was, ja, was andere Leute noch nicht gemacht haben und was wir somit quasi als Erste machen, diese ganze Breitbauthematik in Deutschland, bei unseren Herstellern und unsere Typen von Autos, da gibt es nicht irgendwo auf YouTube schon 10 Videos zu. Nee, da ist gerade auch so bei Autos wie S2000 und so sehr viel Hirnschmalz mit bei. Ja, sehr viel ausrechnen, sehr viel nachdenken, was passt, wie und so weiter. Ja, doch. Also ich denke, alles in allem haben wir Jahr 2021. Bist du als Chef zufrieden? Ja. Also ich, mein Ziel war es ja, du kannst dich ja wahrscheinlich noch so ganz dunkel an meine 2020 Jahresabschluss-Nachricht bei WhatsApp erinnern. Mein Ziel war es, da war Maurice ja gerade frisch. Ja. Und da war mein Ziel einfach, dass wir das Jahr gut schaffen, dass wir logischerweise unsere wirtschaftlichen Zahlen, wir müssen die natürlich steigern, machen wir uns nichts vor, nur zum Spaß machen können wir es halt auch nicht. Da haben wir das, was ich mir vorgestellt hatte, übertroffen. Du bist noch da, also ich konnte dich das ganze Jahr über bezahlen, obwohl Maurice da war. Und das war ja erst deine Sorge? Aber wir haben da ja einfach gesagt, wir machen das, wir machen den Step jetzt mit Maurice in Festanstellung. Ja. Und was mit mir ist, das sehen wir. Ja, weil bei so einem jungen Unternehmen muss man halt schon überlegen, ob es finanziell drin ist. Ja. So, und jetzt haben wir Ende Dezember und in 2 Wochen fängt der nächste an. Ja. So, also das ist immer so, natürlich hat man in so einem Unternehmen dann auch mal zwischendurch so seine Sorgen und weiß nicht, ob das alles klappt. Ich bin da halt immer froh, weil Jonas da so ein Typ ist, der sagt, ja gut, also zur größten Not, wenn ich ihn dann halt mal 2 Monate nicht anstellen kann, dann ist das so, da stirbt keiner von. Nicht anstellen heißt nicht, dass ich nicht trotzdem herkomme. Ja, richtig, also er würde trotzdem kommen, obwohl er nicht bezahlt wird. Aber auch das hat dieses Jahr wunderbar geklappt. Wir sind unglaublich, finde ich, gewachsen. Ja. Also sowohl von unseren Reichweiten, natürlich auch jetzt hier irgendwie durch den Podcast, aber auch wir selber an dem, was wir hier gemacht haben. Ganz klar. Und es war ein cooles Jahr. Also wenn man so überlegt, so wenn wir... Ja, wir werden mittlerweile erkannt. Wir haben uns, glaube ich, einen ganz schön guten Namen gemacht. Ja, natürlich gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der es anders sieht, aber... Ja, also, aber... Das gehört dazu. Was für mich am interessantesten war, ist, dass wir über die Essen Motorshow gegangen sind und erkannt wurden. Ja. Das war so für mich der Punkt, wo... Also wir mussten keine Autogramme schreiben. Nein. Aber es kam jemand auf uns zu. Und gut, wir hatten auch alle unsere Pullis an, aber es kam... dem einen oder anderen, genau, der in der Importwelt unterwegs ist, der hat Umbrella Red schon mal gehört. Ja, wir haben auch von dem einen oder anderen auf der Essen Motor Show in der Importwelt kurze Blicke erhascht. Ja. Also es war schon, glaube ich, im ganzen Jahr war es schon ziemlich gut. Ja, also wir können zufrieden mit dem Jahr sein, trotz dieser wirtschaftlich schwierigen Lage, die wir im Moment haben. Also nicht wir, das noch dazu. Wir konnten nicht mal irgendwelche Kunden hierher einladen. Nein, wir konnten uns auch auf keinem Treffen zeigen, außer Rügen. Ja, genau. Wir hatten kein Treffen. Wir hatten noch nichts. Es war jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie, ja, also wir hätten liebend gern mehr gemacht. Ja. Zumindest was diese PR-Aktion angeht. Ja, und die dieses nach außen hin, ja, zeigen. Und letztendlich sind diese Aktionen, wo man auf ein Treffen fährt und so weiter, ja auch irgendwo, dass man sich mal quasi diese Freizeit und diesen Spaß auch mit seinem, ich meine, am Ende sind wir ja alles irgendwie Kumpels. So, und wir arbeiten zwar alle zusammen, aber im Prinzip machen wir das, weil es uns Spaß macht. Und ja. Dann ist es auch mal schön, wenn man zusammen auf ein Treffen fährt und einfach mal Rügen ein bisschen... zum Beispiel waren wir jedes Mal... Echt geil. Ja, so ein bisschen mit der Crew dummes Zeug reden, genau. Und gucken, was so los ist. Ja. Gucken, was die anderen machen vor allem. Ja. Das fand ich jetzt auch EMS sehr gut. Ja. Also wir waren ja dieses Jahr das erste Mal als Firma, komplett als Firma auf der Messe und haben uns mal angeguckt, was so die anderen machen. Und auch das, fand ich, war ein sehr guter Step in die richtige Richtung. Ja. Weil wir... Ich glaube, wir hatten sehr viel Gesprächsthema danach, worüber wir einfach mal so, was uns da so aufgefallen ist, ne? Ja. Ja, doch. Guck mal, jetzt sind wir bei einer Stunde 15. Das ist für eine Jahresabschlussfolge, denke ich, völlig in Ordnung. Ja. Wir freuen uns drauf, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Ja, wir freuen uns auch darüber, dass so viele Leute sich diesen Quatsch hier anhören, was wir hier so von uns geben. Ohne Witz, ich hätte nie gedacht, dass wir
Also ich habe es gehofft, dass es mehr wird. Aber wir kriegen, es ist auch klar, unsere Hörerzahlen sind nicht die vom Enjoy, von Enjoy oder vom NDR. Aber wir machen es nicht nur für drei Leute. Nein, und wir sind in so einer kleinen Nische in Deutschland so und kriegen doch so viel Feedback. Und wir freuen uns jedes Mal wie so kleine Kinder, wenn uns irgendjemand sagt, geil, wir hören euren Podcast. Ja, also immer noch gilt, teilt unseren Podcast. Macht Instagram-Stories, Facebook-Stories, egal was. Ja, auf jeden Fall. Markiert uns, wie ihr den Podcast hört. Mir würde auch mal richtig interessieren, wo ihr unseren Podcast hört. Ja, ich würde sagen, ein Klassiker, viele werden es beim Autofahren machen. Viele beim Autofahren, ja. Einige beim Zocken. Aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, in der Nachtschicht oder so. Irgendwer hat mir das geschickt, dass er bei sich am Arbeitsplatz halt seinen Podcast hört. Also unseren Podcast hört. Und ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mich interessiert das einfach mal. Ja, haut also, das mal raus. Genau, einfach mal raushauen, uns markieren. Wenn ihr noch ein paar bewegte Bilder haben wollt, ich werde am Freitag, also am Heiligabend, nochmal so ein kleines Video hochladen. Ganz kurz quasi möchte ich mich, also jetzt natürlich bei euch bedanken, die ihr das hört und auch bei unseren YouTube-Abonnenten, wo wir jetzt die 1000 Abonnenten-Folge gemacht haben. Endlich. So, und da seht ihr dann auch nochmal ein paar bewegte Bilder von unseren Auto-Highlights dieses Jahr. Und ansonsten würde ich sagen, war es das. Wie gesagt, nächste Woche, ja, unser Doppel-Special mit Christian. Am 25., 26., da hört ihr dann das letzte Mal von uns für dieses Jahr. Und dann geht es weiter am 2.1. im neuen Jahr. Ja. Alles klar. Sehr schön. Bis dann, kommt gut durch die Feiertage, langweilt euch nicht zu sehr. Ihr habt ja genug Podcast-Material und bei YouTube gibt es auch genug. Kommt gesund ins neue Jahr, grüßt eure Verwandten und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Bis Danzig und reingehauen.